Hallo Leute und willkommen zurück zu Inglife, wo ich euch mal wieder zeige, dass Englisch gar nicht so schwer sein muss, wie ihr immer denkt. Heute widmen wir uns dem alten Problem, das ich oft mal sehe, nämlich den Unterschied zwischen bad und badly. Denn, was ist der Unterschied? Eigentlich ist es ganz einfach. Bad ist ein Adjektiv. Badly erkennt man an der ly-Endung, ist ein Adverb. Das reicht uns in diesem Fall aber nicht, denn normalerweise sind Adverben und Adjektive recht leicht auseinanderzuhalten. Adjektive beschreiben Substantive, Adverben beschreiben Verben oder Adjektive. Ihr müsst also immer nur nachdenken, was ihr benutzen müsst. Und normalerweise ist der Unterschied zwischen quick und quickly relativ deutlich in einem Satz. Allerdings bei bad gibt es da öfters mal Probleme. Nicht so sehr wie bei good, weil da ist einfach well das Adverb, da ist es aus dem Gefühl einfach leichter rauszufinden. Allerdings gucken wir uns heute mal an, wann es diese Probleme gibt mit bad und badly. Oft kommen diese Probleme mit Gefühlen, mit den Sinnen, die wir haben. Fühlen, hören, sehen, sowas. Gucken wir uns einfach mal an zwischen she smells bad und she smells badly. Kennt ihr den Unterschied? Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Und wir sehen uns jetzt einmal an, was der Unterschied ist, damit ihr gucken könnt, ob ihr auch recht damit hattet. Nun, she smells bad heißt, sie riecht schlecht. Hat keinen guten Geruch. She smells badly bedeutet, dass sie schlecht riecht. Das heißt, wenn sie etwas riecht, kann sie es nicht riechen, weil ihr Geruchssinn nicht richtig funktioniert. Wir haben also das bad, was sie beschreibt, und das badly, was das Riechen beschreibt. Wann benutzen wir jetzt was, damit wir nicht immer überlegen müssen, okay, was beschreibt das jetzt? Wenn das Riechen aktiv ist, das heißt, man macht und riecht, dann benutzt ihr immer das Adverb. Wenn das Riechen passiv ist, das heißt irgendwer anders riecht die Person, über die gesprochen wird, da braucht ihr dann ein Adjektiv. Sehen wir uns das bei diesen Sachen hier nochmal an. They feel bad und they feel badly. Andererseits hier, wo irgendwie der Inhalt fast gleich wäre, also das hier zwei komplett verschiedene Sätze jetzt. They feel bad beschreibt sie, heißt sie fühlen sich schlecht. Was beschrieben? Die Gruppe, they, und sie fühlen sich schlecht. Jetzt haben wir, they feel badly. Jetzt beschreibt das badly das Fühlen. Die Gruppe betatscht also irgendwas und kann es nicht richtig fühlen. Ihr Tastsinn ist also schlecht. Ist wieder aktiv, sie fassen etwas an. Und hier ist es ein passives Fühlen. Hier unten, weil hier ist es relativ einfach, denn hier ist immer aktiv. Man kann nicht passiv hören, irgendwem zuhören. Das sind nämlich dann wieder andere Wörter. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier haben, they hear badly. Badly beschreibt, wie wir einem Adverb schon merken, wieder das Verb. Nämlich das Hören. Ihr Gehörsinn ist schlecht. They sound bad würde es heißen, wenn die sich schlecht anhören. Es ist eine Musikgruppe und sie klingen einfach schlecht. Beziehungsweise hier klinge ich schlecht, wenn ich singen würde. Das heißt, das schlecht beschreibt die Person, die Gruppen im Subjekt. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt. Ich hoffe, ihr versteht jetzt den Unterschied zwischen bad und badly. Und falls ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare damit. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Liken, kommentieren, teilen, abonnieren, Facebooken, Twitteren, Instagrammen, sowas alles. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Beim anderen Thema hier auf Inglife. Bis dahin. Tschüss.